Produzenten wünschen sich automatisierte Abläufe. Alle Arbeitsschritte sollen automatisiert sein, bis hin zum selbstständigen Melken. Herdengrößen von 500 bis 3000 Tieren müssen täglich dreimal gemolken werden. Und diese Anforderung war der Auslöser für die Entwicklung eines schmalen und autonomen Melkplatzmoduls. Detaillierte Marktanalysen liefern GEA die Basis für eine kundenorientierte Produktentwicklung. Die Workshops mit internationalen Milcherzeugern zeigen, dass der Trend zu größeren Herden weltweit anhält, während es zugleich an Fachkräften mangelt. Für GEA gilt es, diesen Herausforderungen aktiv zu begegnen. Neue Ansätze sind also in der Milchproduktion gefragt. Industrielle Lösungen, automatisierte Lösungen. Für die Entwicklung von Dairy Pro Q wurde eigens ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum eingerichtet. Hier findet das internationale Team ideale Arbeitsbedingungen. Das konzentrierte Umfeld erzeugt eine kreative Atmosphäre, in der sich die Experten jederzeit austauschen können. Der schnelle Informationsfluss ohne Reibungsverluste bietet die beste Voraussetzung für einen kurzen Entwicklungszeitraum. Ein neues Produkt soll signifikante Werte schaffen und seinem Anwender hohen Nutzen bieten. Schon vor der konzeptionellen Arbeit müssen daher die Produktfunktionen entsprechend ihrer Wertigkeit für den Kunden gewichtet werden. Anschließend lassen sich die angestrebten Zielkosten für die jeweiligen Funktionen ermitteln. Das konsequente Anwenden dieser Methodik stellt sicher, dass mit dem Produkt der höchste Kundennutzen erzielt wird. Unter wertanalytischen Gesichtspunkten hat GEA die Entwicklung des vollautomatischen Melkkarussells gestartet. Dieses wird das industrielle Melken von Herdengrößen mit bis zu 3000 Tieren ermöglichen. Unter der Vorgabe, nur noch mit einem Operator zu melken, lautet das Projektziel, 80 Kühe gleichzeitig bei einem Durchsatz von 400 Tieren pro Stunde zu melken. In der Produktkonfiguration des Dairy Pro Q wird in vielen Bereichen auf bewährte Komponenten zurückgegriffen. Neue Elemente des innovativen Einzelplatzkonzeptes sind, die Zielkosten immer im Blick, in Kooperation mit Entwicklungspartnern und Wissenschaftlern aus der Automatisierungsbranche konstruiert. Funktionsprüfungen oder Dauertests in Projektlabor und Praxis dienen der Auswahl der Komponenten und sichern zugleich deren Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit. Produktentwicklung ist immer ein Blick über den Tellerrand. Unsere interdisziplinären Teams erarbeiten daher stets parallele Lösungsansätze. Ausgehend von der Produktfunktionalität werden morphologische Tableaus erstellt. Aus diesen lassen sich Gesamtkonzepte ableiten, die entsprechend ihrer Kosten bewertet und umgesetzt werden. Der erste Prototyp des vollautomatisierten Melkkarussells ist seit Herbst 2013 in Betrieb. Die angestrebte Funktionalität konnte das autonome Melkplatzmodul Dairy Pro Q bereits im Frühjahr 2014 erzielen. Mit der Installation und Inbetriebnahme eines zweiten Prototyps richtet sich der Fokus nun darauf, die Serienreife zu erreichen. Unser Erfolg spricht für die angewendeten Methoden. Genau. Intensive Marktanalysen im Dialog mit den Milcherzeugern, wertorientierter Ansatz und die Arbeit im interdisziplinären Kompetenzteam sind die grundlegenden Erfolgsfaktoren des Projekts Dairy Pro Q.